Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Von Abdullah ibn Busr wird berichtet, dass ein Mann sagte, O Gesandter Allahs, die Gesetze des Islam sind zu zahlreich für mich geworden. So berichte mir von etwas, an dem ich mich festhalten kann oder an das ich mich klammern kann. Er sagte, lass deine Zunge nie aufhören, Allahs zu gedenken. Und er sagte auch, wer einen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, erlangt dadurch eine Belohnung und die Belohnung wird um ihr Zehnfaches vervielfacht. Ich sage nicht, Elif, Lam, Mim ist ein Buchstabe, sondern Elif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Uqba bin Amir berichtete, als wir in Suffa waren, kam der Gesandte Allahs heraus und sagte, wer von euch möchte gerne jeden Morgen nach Badhan oder nach El-Aqir gehen und zwei große Kamelstuten bringen, ohne der Sünde schuldig zu sein und ohne die Verwandtschaftsbande zu zerreißen? Wir sagten, Gesandter Allahs, wir möchten dies tun. Daraufhin sagte er, geht nicht einer von euch morgens in die Moschee und lernt oder rezitiert zwei Verse aus dem Buch Allahs? Dies ist besser für ihn als zwei Kamelstuten und drei Verse sind besser als drei Kamelstuten und vier Verse sind für ihn besser als vier. Und das Gleiche geht für eine gleiche Anzahl männlicher Kamele.